Dieser strahlende Engel mit seinem Glitzer-Outfit ist eine tolle Advents- und Weihnachtsdekoration. Er ist aus einer Haushaltsrolle, einer Glitzer- und Kettengirlande sowie einer Weihnachtskugel- und Fotokartonflügeln entstanden. Er schmückt Tische, Regale, Fenster, Bänke und vieles mehr. Viel Spaß beim Basteln! Für den Engel benötigt ihr nun folgende Materialien. Eine Haushaltsrolle, die habe ich auf 15 cm Höhe gekürzt. Ein Stern aus Filz mit einem Durchmesser von ca. 20 cm. Eine Weihnachtskugel mit einem Durchmesser von 8 cm. Ein Fotokartonkreis mit einem Durchmesser von 12 cm. Und ein Stück Fotokarton, so in weiß. Weiterhin braucht ihr eine Perlengirlande, Strasssteine, eine Glitzergirlande, eine Schere, ein Alleskleber und ein Heißkleber. Zunächst habe ich mit dem Heißkleber die Pappröhre auf das Stückchen Fotokarton geklebt. Jetzt schneide ich das aus. Dann hat die Röhre nämlich eine Standfläche. Dann nehme ich die Girlande. Trage hier unten ein bisschen Klebstoff auf, drücke die Girlande fest und wickel sie zunächst um den unteren Rand. Jetzt wickle ich dir die Girlande nach und nach hier auf. Zwischendurch trage ich immer ein bisschen Klebstoff auf, damit die Girlande nicht verrutscht. Das geht ruckzuck. So, im oberen Bereich klebe ich die Girlande dann fest. Und schneide das Reststück ab. So, dann habe ich schon mal das Kleidchen fertig. Ich lege es mal so hier hin. Dann nehme ich den Kreis, aus dem werden die Flügel, den knicke ich zur Hälfte und schneide ihn durch. Das habe ich hier schon mal gemacht. Die beiden Hälften legt ihr beieinander. Ich würde meinen Flügel so nachher ankleben. Deshalb schneide ich hier bei beiden Flügeln das so gerade ab. Die Flügel werden mit Strasssteinen geschmückt. Und zwar diesen Bereich hier spare ich aus. Also so liegen die Flügel dann. Ich schmücke diesen Bereich. Ich habe hier selbst klebende Strasssteine, habe aber die Erfahrung gemacht, dass manche doch sich wieder lösen. Deswegen streiche ich hier ganz dünn etwas Klebstoff auf und setze die Girlande bzw. hier die Strasssteine, die sind so noch miteinander verbunden, das geht ganz gut darauf. So, das Kleidchen des Engels positioniere ich schon mal mittig auf diesen Filzstern. So, dann nehme ich die Kugel, nehme das Krönchen ab, ziehe diesen Metallstab da hinaus, weil ich das gleich so als wirkliches Krönchen brauche. Dann gebe ich hier oben Klebstoff auf. Und setze die Kugel dort hinein. Während die Kugel trocknet, klebe ich jetzt das Krönchen hier bzw. die Kette zusammen. Ich habe das mal bei mir
so drangehalten und abgemessen. Ich brauche ungefähr 26 Perlen. Die klebe ich hier am Ende zusammen. Das muss jetzt einen Augenblick trocknen. So. Und dann setze ich diese Perlenkette hier auf die Kugel. Damit das etwas stabiler wird, gebe ich jetzt hier, ich weiß, wo die Perlenkette ist, da gebe ich so einen ganz kleinen Punkt hier an der Seite auf und drücke eine Seitenperle daran fest. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Dann verrutscht das nicht mehr. Dann folgt das Krönchen, das setze ich oben drauf. So, hier mittig drauf. Die Flügel kann ich auch schon ansetzen. Ich drehe den Engel dafür mal einmal um. Oh, doch, die Seite muss es sein. Die positioniere ich von hinten. Und versuche das möglichst gleichmäßig zu machen. Gleichzeitig kann ich hier in der Zeit, wo das trocknet, kann ich hier die Perlen aufsetzen, und zwar habe ich mal eine Perle geschnitten, eine Zweier und eine Dreier, weil ich die Spitzen des Sterns noch schmücken möchte. Und zwar nehme ich die Dreier-Perlengruppe, setze die hier so an. Die Zweier setze ich da in diese Zwischenräume hinein. So. Und die eine Kugel setze ich davor. So, ich hole mal diesen ganz fertigen Engel her. Da habe ich das ja schon überall gemacht. So sieht nun der Engel aus, wenn er fertig ist. Hier habe ich jetzt überall an jeder Spitze die Perlen aufgesetzt. Wenn ihr an weiteren Bastelideen von mir interessiert seid, abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.